Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore Staffel 9. Wir sind jetzt mit unserer großen Höhlentour endlich fertig. Wir haben schon kurz das Tageslicht draußen gesehen, aber auch nur ganz kurz, weil es für uns jetzt zurückgeht. Aber ich möchte den Cobble hier eigentlich mal mitnehmen, weil Cobble kann dann doch hier und da ein bisschen wertvoll sein. Daher hole ich mal den ganzen Cobble hier einsammeln. Und dann werden wir jetzt da oben das aufbauen. Da ist dahinter das Tageslicht, aber es regnet gerade. Und wir haben im letzten Part noch ein Skelett hier gehört, welches durch den Regen gelöscht wurde. Sollte kaum noch KP haben, kaum noch Leben haben, das Skelett, aber das muss hier irgendwo sein. Da ist es, da ist es. Und dann heißt es, unser Dorf finden. Wir müssen jetzt unser Dorf finden. Nur wo das ist, weiß ich nicht. Und da haben wir einen Händler. Hallo Händler, Händler, was hast denn du Schönes im Angebot? Hallo, hallo. Sand, Farn, kleines Tropfblatt, Ranken, Meeresgurke, Tropenfischeimer. Nee, danke. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Da haben wir schon mal das Meer, was schon mal nicht verkehrt ist. Ich werde jetzt auch mal den Shader wechseln, weil ich finde, draußen finde ich den Continuum Shader besser. Ja, gut. Der Effekt hier auf den Grasblöcken ist weg. Das fand ich jetzt eh nicht so hübsch. Das könnte da hinten tatsächlich unser Dorf sein. Wir sind nicht weit von unserem Dorf entfernt. Das ist klar, weil wir uns innerhalb der Höhle nicht so weit fortbewegt haben. Aber ja, da ist halt noch unsere Truhe. Und generell haben wir da einen kleinen Lagerplatz erstmal aufgestellt. Ja, und apropos Lagerplatz. Dann können wir uns überlegen, wo wollen wir unseren richtigen Lagerplatz aufstellen. Wo wollen wir unser Zuhause aufstellen. Wir haben jetzt genügend Diamanten für, ja, Verzauberungstisch für eine Diamantrüstung. Wir haben 35 Diamanten, da werden wir Verzauberungstisch, Diamantrüstung machen können. Und haben sogar noch Diamanten übrig, einen hier. Was verdammt, verdammt geil ist. Oh, mich nervt wirklich, dass jetzt hier mit dem Regen, aber so ist es halt. So ist es halt. So, das ist unser Dorf. Ja, hier haben wir uns reingebaut, richtig. Und hier haben wir unsere Truhe hingestellt. Oder haben wir über... Doch, hier. Mit Kobbel. Leder, verdammt wichtig. Gut, dann packen wir jetzt erstmal haufenweise Zeug hier rein, was ich jetzt spontan nicht brauche. Die Schienen meinetwegen auch, die Knochen. Das bisschen Kohle hier. Und ja, von hier aus können wir jetzt erstmal gucken, was wir machen. Wir werden erstmal zum Ofen gehen. Hier das Eisen reinmachen und hier auch das Eisen reinmachen. Wie viel Gold haben wir? Wir haben noch einen Stack Rohgold. Das werden wir dann uns auch noch in den Ofen braten. Aber erstmal ist das Eisen wichtiger. Ja, des Weiteren haben wir hier keine Werkbank. Wir haben hier keine Werkbank. Dann hier mal eine Werkbank. Beziehungsweise nicht unbedingt hier neben der Truhe. Weil die Truhe können wir vielleicht später noch ein bisschen vergrößern. Weil eventuell bleibe ich auch gleich hier. Das wäre eigentlich eine Maßnahme. So. Dann wollen wir einen Verzauberungstisch machen. Dafür brauchen wir sehr, sehr viel Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir hier. Aber es wäre ganz cool, wenn ich noch ein bisschen Zuckerrohr hier anpflanze. Ey, wir haben ja hier auch direkt Wasser. Eigentlich ist der Platz sehr gut geeignet, um hier sein Lager aufzustellen. Ich glaube, hier bleibe ich auch. So, machen wir erstmal das hier, das bisschen. Und wollen wir die 6 auch noch anpflanzen? Ja, wir brauchen, ich sag mal so, wir brauchen ja sehr, sehr viel Zuckerrohr. Ja, pflanzen wir ruhig alles hier an, dass das wachsen kann. Wäre natürlich klüger gewesen, hätte ich das direkt gemacht, aber ja, so klug war ich leider nicht. So klug war ich leider nicht. So, das ist das falsche Haus. In welchem Haus muss ich denn? Hier, das ist mein Haus. Da habe ich extra Fackeln dran gemacht. So, dann das Leder, da können wir 21 Bücher von machen, was 7 Bücherregale nur sind. Das ist verdammt, verdammt wenig. Das ist wirklich verdammt wenig. Und ich muss ja ein Buch schon aufbrauchen für den Verzauberungstisch. Ja gut, dann ist das so. Vielleicht haben wir hier eine kleine Bibliothek in diesem Dorf. Das weiß ich nämlich nicht. Das ist hier ein Stall. Ich glaube, hätten wir eine Bibliothek gehabt, hätte ich die Bücher schon längst abgebaut. Weil daher gehe ich davon aus, wir haben hier keine Bibliothek. Das müssen größere Gebäude sein. Die Gebäude hier sind alle zu klein. Nee, wir haben leider keine Bibliothek hier. Das ist ein bisschen schade. Daher wäre es vielleicht doch nochmal eine kluge Idee, mit dem besten Zeug, also Müll und so lasse ich dann hier, aber dann nochmal ein bisschen auf Reise zu gehen und ein anderes Dorf zu suchen, wo vielleicht eine Bibliothek drin ist, weil dann kriegen wir sehr, sehr viele Bücher.
Und unterwegs kann ich ja trotzdem Kühe oder so. Ja. Machen. Für Leder. Wäre vielleicht so eine Idee. Naja, ich werde erstmal nochmal kurz zum Haus gehen. Das muss ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Aber vorher will ich auf jeden Fall alles gebraten haben, was ich hier habe. Und das dauert noch einen Moment. Das dauert noch einen Moment. Ja. Wir könnten. Oder soll ich hier? Weil ich. Wenn ich das Netherportal hier jetzt hinsetze, einfach nur um reinzugucken, dann dauert das eine Ewigkeit, bis ich das wieder abgebaut habe. Guck mal, da hinten ist noch ein bisschen Zuckerrohr. Das Zuckerrohr holen wir uns mal. Dann kann ich mir schon mal ein Buch machen und schon mal einen Verzauberungstisch schon mal einfach mal machen. Vielleicht finde ich hier in der Nähe noch mehr Zuckerrohr, was ich nutzen kann. Natürlich brauche ich auch Zuckerrohr. Sehr, sehr viel. Das waren eigentlich 6 Zuckerrohr. 2 sind hier runter. Ne, da liegt noch. Was? Eins ist hier runtergefallen. Ja, da. Ach komm. Ich habe genügend zum Hochbauen. Jedes Zuckerrohr ist jetzt wichtig. Ganz einfach. So. Haben wir noch mehr hier? Irgendwo? Komm, schwimme doch jetzt hier. Da hinten ist noch ein bisschen was. Aber es wäre klüger, vielleicht sich ein Boot zu nehmen oder so. Ist erstmal vielleicht auch die Frage, können wir überhaupt, haben wir, ich sag mal, wenig genug Zeug, dass ich alles in mein Inventar reinkriege, was wichtig ist. Kann ich noch einen Umzug mir erlauben? Von den Sachen, die ich habe. Ja, so manche Dinge brauche ich eigentlich nicht. Zum Beispiel die Karotte. Rein theoretisch könnte ich das machen. Also, ich habe ja hier. Wie viel Platz habe ich? Wie viel Platz habe ich? Ich werde mal jetzt ein bisschen durchsehen. Das kann ich wegschmeißen. Den Rest, den will ich auf jeden Fall behalten. Das ist klar. Das heißt, wir haben jetzt 13 freie Plätze hier noch. 13 Stück. So, das da verbraucht auf jeden Fall einen Platz. Der Smaragd, den würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Ansonsten. Da auf jeden Fall ein bisschen was. Da auf jeden Fall. Doch, wir haben eigentlich genügend Platz im Inventar, um alles mitzunehmen. Den Zuckerrohr würde ich natürlich mitnehmen. Das ist ja auch klar. Was auch erstmal wachsen muss. Aber ich würde wirklich sagen, wir werden nochmal umziehen. Einfach um ein anderes Dorf zu finden. Weil ich mit dem Dorf echt nicht zufrieden bin. Hier sind halt gar keine Bücherregale oder sowas. Es ist auch bisher das einzige Dorf, was wir in dieser Staffel bisher gefunden haben. So eine kleine Rundreise ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, wir werden jetzt hier alles nehmen. Das Eisen kann auch hier ein bisschen durchbraten. Gut, da ist jetzt gerade ein neues, einem, ja, Achterstack, sage ich mal, angefangen worden. Dann brät das kurz noch ein bisschen durch. Und derweil kann ich schon mal gucken, was ich hier jetzt mitnehme. Also, 2 Stacks Eisen, 1 Stack Kohle haben wir auf jeden Fall noch zum Mitnehmen. Das heißt, das sind 3 Plätze. 1 Stack Zuckerrohr haben wir hier schon. Das heißt, wir haben dann noch für sonstiges Zeug 7 Dinger. Da können wir hier 7 mal Bruchstein und da. So. Kies brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Knochen würde ich gerne mitnehmen. Ja, Knochen ist dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, und sonst. Die Feder eigentlich würde ich auch gerne mitnehmen für Pfeiler. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal Folgendes. Ich werde mir mal Feuersteine. Ich brauche 3 Feuersteine. Ich werde mir mal ein paar Pfeile craften. Weil Pfeile ist nie verkehrt. Gerade später gegen den Enderdrachen, spätestens da brauchen wir Pfeile. Daher werde ich mir auf jeden Fall jetzt ein paar Feuersteine mal holen. Nur, dass hier keiner gerade droppen will. Sonst habe ich immer mit Feuersteinen so viel Pech, wenn ich irgendwie Kies abbaue. Aber jetzt irgendwie nicht. Komm, es spawnt nicht mal einer. Ich mach mal Folgendes. Ich baue mich mal kurz hoch. Mit den 18 Blöcken. Und dann muss da jetzt mindestens ein Feuerstein rauskommen. Nö, 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 nö. Doch! Einer ist rausgekommen, immerhin. Zweier? Wir haben schon mal 2 Stück.
Machen wir mal so. Oh, es wird Nacht. Wir müssen unbedingt jetzt schnell schlafen. Das ist der dritte Feuerstein, aber ich gehe erstmal schlafen. Was? Gibt paar FPS. Das ist mein Bett. Aber jetzt hört wenigstens der Regen auf. Der Regen hört wenigstens auf. So. Mein Haus. So, gut. Dann haben wir das. Wann können wir die drei Federn, die wir haben, wenigstens gut nutzen? Brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. So, zack. Wir brauchen ein paar Stöcke. Warte, wie war denn das? So? 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 Warte, nicht mit Eisen. Das war nicht mit Eisen. Das war ja... Ach, was habe ich denn jetzt hier immer? Natürlich nicht Eisen, sondern Federn. Jetzt ist natürlich die Frage, wie rum... Oder doch? Das war doch mit Feuerstein, oder nicht? Ah, hier, so. Oh, das gibt 12 Pfeile. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den Rest kann ich ja hier zu Fackeln machen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. So, Eisen nehmen wir mit. Eisen nehmen wir mit. Haben wir so noch einen Inventarplatz frei aktuell. Also von dem würde ich jetzt hier nichts mitnehmen. Die eine Karotte kann ich essen. Aber sonst, da brauche ich nichts. Die Werkbank kann ich mitnehmen. Weil ich die eventuell unterwegs brauche. Kann ich natürlich unterwegs nichts looten. Das ist klar. Weil das hier alles ist, was ich habe. Aber es ist dann halt so. Jedenfalls kann ich immer noch Steinachse oder sowas wegschmeißen. Ja, das ist alles, was ich habe. Mit dem werde ich jetzt auf Reisen gehen. Also den Kies brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wir werden natürlich jetzt das Zuckerrohr noch abbauen. Und unterwegs jegliches Zuckerrohr, was ich finde, werde ich mitnehmen. Das ist halt auch der Vorteil, wenn ich jetzt nochmal eine Tour mache. Ich kann Zuckerrohr mitnehmen. Dadurch dann. So. Da ist noch eins. Und dann machen wir jetzt losmachen. Wir werden jetzt losmachen. Und unser Ziel ist ein weiteres Dorf. Mit hoffentlich Bücherregalen. Wir werden in diese Richtung gehen. Das ist ein Creeper. Das macht ein Creeper. Und wir werden in diese Richtung gehen, weil das ist ja für uns hier noch alles Neuland. Ach komm, da sind Pfeile und Knochen, nehme ich mit. Durch die Nacht wahrscheinlich. Und durch den Regen. Oh, das ging schneller als man dachte. Das ging schneller als ich dachte. Ja. Schon ist ein neues Dorf. Aber mein Vorteil ist halt auch, dass ich halt die Sichtweite auf 32 Chance gestellt habe. Dadurch finden wir sehr schnell viele Dinge. Gerade wenn ich so auf Berge drauf bin, ist das schon ganz hilfreich dann. So, schnell hier auf die andere Seite. Gibt es hier Zuckerrohr? Da gibt's. Warte, ist das Zuckerrohr? Ja, das ist Zuckerrohr. Sieht so komisch aus. Achso, weil da zwei solche Dinger hintereinander sind. Da hinten ist noch mehr. Komm, das holen wir uns. Wir holen uns das Ganze. Alles für die Bücher. Alles für die Bücher. Dann brauchen wir nicht so lange warten, bis Zuckerrohr gewachsen ist. Wenn wir es einfach unterwegs mitnehmen. Da hinten ist natürlich noch mehr, aber ganz ehrlich. Aber doch, das eine nehme ich mit, aber dann geht es Richtung Dorf. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell ein Dorf finden. In manchen Minecraft-Hardcore-Staffeln sind wir ewig unterwegs. Es ist parts lang und finden keine Dörfer. Naja, das ist eher ungewöhnlich. Ja, die Kühe... Ganz ehrlich, ich muss Leder. Ich brauche halt das Leder. Auch wenn da jetzt Bücherregale sind. Das wird niemals reichen. So. Tut mir leid, Kühe. Aber ich brauche euer Leder unbedingt. Eigentlich sollte ich auch das Fleisch mitnehmen, damit ich alles von den Kühen verwerten kann. Ah, komm. Die Schaufel ist so gut wie kaputt. Und ganz ehrlich... Ich kann mir inzwischen auch Eisenschaufeln machen. Und ich brauche jetzt hier draußen keine Schaufel. So. Ich wollte ja eigentlich Zuckerrohr mitnehmen. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ja. Da ist was. Das wollte ich mitnehmen. So. Auf zum Dorf. Und hoffen wir mal, dass da Bücherregale drin sind. Hoffen wir mal, dass da Bücherregale sind. Sonst gehe ich da auf den Berg hinauf, dann habe ich von dort aus eine gute Aussicht und vielleicht finde ich dann gleich ein weiteres Dorf. Was ich mir eher weniger vorstellen kann, aber gut möglich. Übrigens, ich weiß, ich kann auch die Pferde besiegen, damit ich Leder bekomme, aber das muss jetzt nicht sein. Wir gucken uns erstmal das Dorf an.
So, hier sind wir. Da hinten sehe ich noch weitere Kühe. Die Kühe lasse ich auch erstmal sein. Ich hoffe, wir werden hier irgendwie Bücherregale finden. Was ist hier? Brot. Ja, Brot nehmen wir natürlich gerne mit. Kartoffeln brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mit nur meinem Inventar voll. Ja, aber sonst... Das ist ein relativ kleines Dorf. Obwohl, warte. Das da hinten? Könnte eventuell... Ah, nee, das ist kein... Keine Bibliothek, oder? Nee. Hier ist nur... Steinhacke und Steinachs. Nee, danke. Nee, danke. Aber ich glaube, die kann man auch irgendwie upgraden oder so. Dann bieten sie besseres Zeug, wenn ich da richtig informiert bin. Noch mehr Brote, finde ich gut. Das mag der nämlich auch mit. Was hast denn du da? Du bist... Ach, Kartograf. Leere Karte. Na, nee. Schatzkarte wäre mir lieber. Papier, Papier. Nee, Papier nicht. Bücher wären mir lieber gewesen. Aber mit Papier kann ich nichts anfangen. So, waren wir hier schon drin? Nee. Oh, Äpfel. Äpfel sind eigentlich auch verdammt gut. Für Goldäpfel. Ich pack mal den Goldapfel hier rein. Ach, wir haben das Rohgold natürlich noch nicht verarbeitet zu richtigem Gold. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Was mache ich denn jetzt so? Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Was ich natürlich jetzt wieder machen... Obwohl, ich habe keinen Kies. Keine Feuersteine. Ich würde gerne den Apfel zu... Goldapfel verarbeiten, aber... habe ich nichts dafür. Komm, wisst ihr was? Ich pack mal die Eisenspitzhacke weg. Und dann... nehme ich einfach die Äpfel so mit. Eisenspitzhacke, ich habe dafür... Ich habe eine Diamantspitzhacke, daher brauche ich nicht unbedingt eine Eisenspitzhacke. So, davon könnte ich auch noch mal ein paar mitnehmen. War nur ein bisschen. Ja, leider hatte dieses Dorf wirklich keine Bibliothek. Leider nicht. Ich weiß nicht, ob es da drinne was... Gibt es da drinne überhaupt Truhen? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist ja ein Alchemist, ja. Könnte ich mir einen Braustand mitnehmen. Aber brauen tue ich jetzt... nehme ich jetzt noch nicht mit, weil zum Brauen brauche ich Nether warten. Dazu muss ich eh in Nether. Da kann ich mir auch selber eine Lohnroute mitnehmen für einen Braustand. Das heißt, der Braustand nützt mir aktuell halt noch nichts. So, jetzt bin ich hier ein bisschen erhöht, um mal... einen schönen Ausblick zu haben. Aber ich sehe weiter nichts an Dörfern. Aber wir gehen mal weiter in die Richtung. Schöner See dort hinten. Also landschaftsmäßig sieht das hier echt nice aus. Ha, ärgert mich, dass das jetzt hier keine Bibliothek hatte. Oder keine Bücherregale halt. Aber vielleicht das nächste Dorf. Da sind Pferde. Wir haben auch bisher noch kein angefangenes Netherportal gefunden. Keine Schatzkarte, nichts dergleichen. Also ein bisschen looten wäre vielleicht nicht verkehrt. Obwohl ich habe keinen Inventarplatz, also wäre auch nicht ganz so toll. Naja, wir gucken erstmal weiter. Wir laufen jetzt erstmal in diese Richtung. Da hinten ist das nächste Dorf. Ha! Die Sichtweite macht's. Die Sichtweite macht's. Aber mal gucken, ob dieses Dorf ein paar Bücherregale für mich hat. Also mit dem Leder, was ich habe. Krima, ja. 8 Bücherregale hin. Wow. Wir brauchen aber mindestens für Level 30 Verzauberung brauchen wir mindestens 15 Stück, würde ich sagen. Ich weiß es jetzt nicht, wie viel man da offiziell braucht. Ich würde raten 15 Stück. So, rechts 6, links 6, vorne dann 3, 4. Ah, doch, 15 Stück, würde ich sagen. Damit kommen wir halt noch nicht so weit. Ich müsste noch ganz viel Leder sammeln. Um so viele Bücherregale zu haben. Aber vielleicht habe ich dieses Mal ein bisschen mehr Glück hier. Sonst geht es in die Richtung weiter oder ich gehe irgendwo woanders hin. So, gucken wir mal. Was dieses Dorf mir so bringt. Wieder diese Häuser. Ja, für Brot ist das nicht verkehrt. Und die Äpfel nehme ich natürlich auch mit. Die Kartoffeln lasse ich mal wieder links liegen. Hätte ich die Kartoffeln alle eingesammelt, hätte ich jetzt genügend für richtig schöne Ofenkartoffeln, aber... Nee. Mit mir nur mein Inventar voll. Es wird Nacht. Da bin ich ja jetzt relativ froh, dass ich...
gerade im NPC-Dorf bin. Daher will ich jetzt hier unbedingt schlafen. Lass mich schlafen, lass mich schlafen. Ja, die Sonne geht ja erst unter. Aber es sieht hier nicht danach aus, als würde es hier, Bücherregale geben. Man, schon das dritte Dorf und keine Bücherregale. Das ist Pech. Das ist Pech. Ah, Mann, du kannst nur nachts oder während des Gewitters schlafen. Ernsthaft? Ja, der kann schlafen gehen. Hallo, das ist mein Bett. Ich war hier zuerst. Geh raus. Geh raus. Hallo, mein Bett. Es ist mein Bett. Hallo? Mein Bett. Du kannst hier rausgehen. Gehen Sie raus. Nein, handeln möchte ich mit dir jetzt nicht. Obwohl du eigentlich für uns magst, so 6 Brote, das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Mein Bett. Gut, jetzt kannst du hier nochmal schlafen gehen, meinetwegen. Das ist gerade so ein paar grüne Dinger über deinem Kopf. Ich weiß nicht warum. Ich könnte reitwürdig hier Brote kaufen, aber nee, ich habe so viele Brote. Das brauche ich nicht. Sorry für den kleinen Cut. Nee, Brote brauche ich wie gesagt nicht. Oh, ich würde sagen, wir gehen, ziehen direkt weiter. War ich in dem Gebäude da hinten? Ich glaube, in dem war ich schon. Richtig, richtig. Oder? Ja. Gut, wir ziehen weiter. Wir ziehen Richtung Savanne da hinten. In Sandwannen können auch Häuser sein. Vielleicht können im Plains-Biomen keine Dörfer mit Bücherregalen vorkommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich noch einen Versuch unternehmen. Also noch ein Dorf hin. Wenn das dann kein Ergebnis bringt, ja gut, dann ist es halt so. Dann ist es so, dann bleibe ich halt in dem nächsten Dorf trotzdem drinne. Und werde da dann mein Lager aufstellen. Vielleicht ist das so ein geeigneter Plan. Könnte gut möglich sein. Der Part hier ist auf jeden Fall gleich schon mal vorbei. Aber, hey, wir haben trotzdem erstmal einiges an Eisen bekommen. Gut, meine Eisenrüstung ist schon fast kaputt. Aber dafür haben wir bald eine Diamantrüstung, die ich dann auch sogar schon anziehen werde. Sonst, früher, da ist noch ein weiteres Dorf da hinten. Sonst habe ich immer meine Rüstungen, meine Diamantrüstung immer für einen Enderdrachen aufheben wollen. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Zumindest bin ich immer gestorben, weil ich dann halt keine Rüstung hatte oder keine so gute Rüstung. Vielleicht hätte ich so manche Sterben auch verhindern können. Gut möglich. Darum werde ich dieses Mal von Anfang an eine Diamantrüstung dann anziehen, sobald ich dann meine gecraftet habe. Das sind Bienen. Ja, das sieht nicht nach einem Dorf aus, wo Bücherregale zu finden sind. Aber wenigstens bin ich da auf einer erhöhten Position. Also, ich sagte zwar, das nächste Dorf wird dann das sein, wo ich da bleiben werde, aber ich glaube, bei dem Dorf werde ich nicht bleiben. Ich habe keine Lust, jedes Mal wieder da hochzulaufen. Gut, wir werden hier auf jeden Fall den Part erstmal beenden. Im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.